Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Oh. Jau und Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei den Junkie Monkeys. Ich bin die Kitty. Wir zocken weiter. The Rise of the Tomb Raider. ja, wir haben uns ein neues Outfit angezogen. Wir haben einen Pfeil, also Pfeile, Bogen und so weiter. Drücken Sie beim Ziehen linke Maustastung. Hinten in die linke. Aufzug an, okay. Erlegen Sie Tiere. Okay, alles klar. Gehen wir nochmal erstmal in diese Richtung. Mal gucken, ob hier hinten was ist. Ah, ein Bäumchen. Nehmen wir natürlich auch mit. Holz brauchen wir, um Pfeile herzustellen, haben wir gelernt. Da kommen wir nicht hoch. Ja, okay. Gehen wir erstmal hier lang. Alles schön erkunden. Man weiß ja nie, wo man was findet. Gell? Ich bin sicher, das kann ich noch nicht. Hier. Das gibt's doch nicht! Das kann Nickel. Was ist das? Magnetiterz. Okay. Müssen Sie Waffen ändern? Okay. Hier liegt etwas. Federn. Federn können Sie zerstören. Ja. Eine Monolith. Diese Ruinen hier. Mongolisch. Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Auf Stufe 1, okay. Gucken wir mal, was wir hier gefunden haben. Wir haben da eine Höhle. Das ist ein Überlebensversteck. Dann nehmen wir doch mal das in Angriff. Mal das sein möge. Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich?
Scheiße! Oh Scheiße! Was war denn das? Überlebensversteck. Was ist da drin? Eine Auswahl an Ressourcen. Ist auch ein Überlebensversteck. Ich werde dir doch nicht helfen. Wahnsinnig. Hat sich nach einem Bären angehört. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen, als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt... Heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Chaka oder so. Was ist denn nochmal los? Sieh? Ich war irgendwie hoch. Juhu, ich bin drüben. Soll loslassen? Was? Ein Geheimnis? Ja. Wuhu. Okay. Cool. Also was sehen. Dokumente haben wir jetzt ganz viele angezeigt. Und da ist noch Licht. Okay, und da sind auch Relikte, aber die sind in der Höhle drin.
ich noch nicht hinkomme. Ich hätte gerne den Hirsch gehabt mit dem riesigen Geweih. Oh oh, das könnte wehtun. Tut es nicht. Schön. Und was haben wir jetzt? Wieder so komischen Mutter oder sowas. So, gehen wir mal dahin. So, wieder hier gedrückt. Okay. Dann holen wir uns erstmal die anderen, würde ich sagen. Der ist näher. Dann geht's da. Ach. Ah. Hallöchen. Eine Krone. Von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Tja. Ich kann jetzt die Monolithen lesen. Mongolisch habe ich jetzt Stufe 1, das heißt einmal Monolith lesen. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf, aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Ach, Münzverstecke entdeckt. Ah! Okay. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Okay, wow. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Das ist schon irgendwie besonders, sag ich jetzt. Wir müssen in diese Richtung. Oh! Schütze. Aha. Okay, als nächstes haben wir dann das. In die Höhle kam ich noch nicht rein, oder? Ja, ich weiß, dass du sterben willst. Wo ist es hin?
Moment. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt, aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Die Armee der Unwilligen, na super. Arme Leute, die armen Leute. Hier. Nix. Okay. Hätte ja sein können. Gell? Hätte. Muss nicht, aber hätte was sein können. So, wie schaut's denn aus? Was haben wir denn jetzt? Wir haben noch keine Herausforderungen. Was denn für eine Herausforderung? Eine Truhe. Ja, die ist da oben, die habe ich schon gesehen. Dokumente 3 von 6. Ja, hier ist noch 1, 2, 3. Da muss ich in die Höhle für rein. Da komme ich noch nicht dran anscheinend. Und das ist auch in der Höhle oder so. Sieht zumindest so aus. Überlebensversteck habe ich. Münzverstecke fehlt mir noch eins. Das ist hier oben. In die Höhle, da komme ich ja hier noch nicht rein. Das heißt, die Reliquien, die zwei, kann ich mir noch nicht holen. Ich fuck das ab, dass dieses Reh mit den zwei Pfeilen im Hintern immer noch unterwegs ist und ich das nicht kriege. Pfeile kriege ich jetzt? 15? Gar keine! Na super. Ich glaube, das ist die Höhle, wa? Also, damit habe ich alle Münzverstecke. Ja, das ist die Höhle. Dann gehen wir da mal in die Höhle rein. Unsere erste Höhle! Leute, unsere erste Höhle! Licht. Das. Bitte? Bin ich einsam? Nein, kann ich nicht. Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Höhle. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Ach. Ah!
Hier hinten war auch nichts mehr, ne? Okay. Öl überlebt. Eine Baum. Bäume sind immer gut. Da steht eine Kiste da drüben. Ja! Toll. Ein Holz und 3 Federn. Wie sieht's aus mit meinen Punkten? Habe ich schon neue? Was sind eigentlich diese Dinger? Bergungsgut. Ah, Restmetallfragmente, die zur Herstellung von Waffen-Updates und Ausrüstung von... Okay. Russisch, okay. Okay, okay, okay. Ja, ich würde sagen, dann müssen wir wohl weiter mit der Story machen. Eigentlich würde ich zwar noch gern das den Hirsch töten. Ja, ich weiß, auf Bäume klettern. Man kann ja nicht alles haben, ne? Das ist eine Höhle. Oh Gott, ich glaube, ich habe zu früh irgendwas gedrückt. Ja, ausweichen ist in Ordnung. Okay, was muss ich machen? C. F.
Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich habe ein bisschen Blut am Bildschirmrand. Ich muss die Wunde verbinden. Heilende Ressourcen, okay. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich brauche einen Verband. Das ist eine Kiste. Aber auch nicht. Und wie heile ich mich jetzt? Ach. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Ist die Trinity da unten? Neue mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Finden Sie einen Weg, den Bär zu besiegen? Ach, supi. Muss ich wieder zurück? Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Aha. Da. Geht auch. Aha. Ich dachte, du kannst dich verstecken, wa? Gut. Mir fehlt mal wieder Holz. Okay. Ja. Ich habe aber noch einen Punkt, den ich verteilen kann. Wie gerade angezeigt. Ah, ich glaube, mein Rechner mag die Lagerfeuer nicht. Alles klar. Oh my goodness. So, Fähigkeitspunkt. Gucken wir mal. Ich hab mir den. Brandbomben. Wird die Munitionsmenge, die sie an feindlichen Leichen finden. Tiere glühen bei Verwendung. Einfach zu irgend sind.
Ach. Mensch, schreckt mich dann. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Das haben wir nämlich auch noch nicht hier gemacht, ne? Fällt mir gerade mal ein. So, Waffen-Update. Was haben wir denn hier? Den Bogen kann ich nicht. Bogen kann ich nicht, okay. Aber hier. Naja. Braucht, glaube ich, noch ein paar Fliegenpilze oder sowas, ne? So. Oder... komm. Lassen erstmal das an. Ah! Das. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Sah jetzt gerade so aus, als ob da auch was wäre. So. Nutzen Sie das Inventarmenü, um Giftpfeile hinzustellen. Dann machen wir das doch. Giftpfeile. Mehr geht nicht. Okay. Inventar ist voll. Das heißt, ich müsste hier sowas herstellen. Boah. Das funkelt. Hat das? Was heißt das? Mal gucken. Achso. Muss mich ausholen. So kalt. So müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Oh, wow. Na los, wir haben sie. Schnappt sie euch! Diesen Videosequenzen ist da alles nicht so ganz tutti, wa? Merkt das schon. Aber jetzt muss ich anscheinend wahrscheinlich den noch töten und dann machen wir mit der Folge Schluss heute. Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Der Funk ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden, bevor sie wieder auf Rob gehen. Chaka. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, das vermisst.
Okay. Wir setzen uns ans Lagerfeuer. jetzt kann mein Bogen auch. Mein Bogen hier ist auch zum drin. Was haben wir denn hier? Haltezeit. Machen wir. Stemmgeschwindigkeit erhöhen. Okay. Dann erhöhen wir halt die Stemmgeschwindigkeit, wofür das auch immer gut sein möge. Ja, wow. Doch wieder eine aufregende Folge, hätte ich nicht gedacht. Ich hab Bock, ich mach gleich direkt weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge auch so gut gefallen wie mir. Dann würde ich euch bitten, mir einen Daumen nach oben dazulassen, einen Kommentar und natürlich ein Abo. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Kitty Croft. Thank you.